Ein Mittwochabend im Spätsommer 2013, 21 Uhr. Abfahrt mit der Fähre in Kiel. Als wir zum ersten Mal nach Litauen fuhren, hatten wir einen halben Koffer voll Geschenke mit. Weil wir meinten, im Osten wäre das so üblich, dass man sich allerhand mitbringt, wird man vielleicht eingeladen und so. Jetzt habe ich nur noch ein paar Päckchen Tee mit, dass wir immer noch was, oder ich immer noch was im Notfall, sozusagen, was heißt Notfall, so in Reserve habe. Ostfriesentee passt ja vielleicht auch ganz gut. 10 Studierende gemeinsam mit 4 Dozenten sind an Bord. Sie haben eine lange Fahrt vor sich. Ihr Ziel? Klaipėda, die große Hafenstadt in Litauen. Für die Erfahrung. Also einfach mal neue Leute kennenlernen in einem fremden Land. 22 Stunden auf der Fähre sitzen, ist auch was Neues für mich. Einfach neue Sachen erleben und was mitnehmen für mich selber. Wie hast du geschlafen? Ich sag mal, nicht sonderlich gut. Kurz. Sehr kurz. Für alle ist die Reise ein erstes Mal. Nur nicht für ihn. Edzard de Boer hat schon direkt nach Grenzöffnung die ersten Austauschfahrten gen Osten gemacht. Er ist Pionier auf diesem Gebiet und Überzeugungstäter. Denn sein Leben in Wissenschaft und Forschung hat ihn gelehrt, dass es, um später erfolgreich zu sein, um viel mehr als die reine Lehre geht. And I would like to wish you a successful beginning. I just moved to Wilhelmshaven to study. Before I was at the bank for 18 months. It took me 5 years to figure out what I actually want to do with my life. Yeah, you know, it happens. But I'm doing pretty good. I'm very happy with this place, actually. I'm 18 years old, and I'm first in Klaipėda. Okay. Okay. I'm Sarah Gödes. Der International App Usability Award, ein ehrgeiziges Projekt für alle Beteiligten. In manchen Gruppen arbeiten Studierende mit 3 unterschiedlichen Muttersprachen und keine davon ist Englisch. Edzard de Boer weiß um diese Herausforderung. Am Ende soll die vollständige Modellierung einer lauffähigen App stehen, in Auftrag gegeben von deutschen Firmen. Ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt, wenn es auch zugegebenermaßen ziemlich kompliziert war für diese Gruppen. Und das liegt daran, dass die Firmen natürlich nicht einordnen können, wie weit sind die Studierenden eigentlich. Im zweiten Semester, denke ich mir, ist auch für eine einfache Anwendung für die Studierenden nicht einfach, da die Modelle zu erfinden. Das ist neu für sie, mit anderen Studenten zusammenzuarbeiten. Das ist neu für sie, in englischer Sprache zu arbeiten. Das ist neu für sie und das sind ein bisschen viele Parameter. Aber ich glaube, in diesen beiden Fällen hat das ganz gut geklappt. Nach den ersten Tagen und durchgearbeiteten Nächten endlich auch ein bisschen Zeit für Sightseeing. Ich hoffe, mit diesem Besuch das ein Stückchen stabilisieren zu können, auch wenn ich nicht mehr an der Fachhochschule eines Tages bin, dass die Kollegen das weiterführen und ihnen da ein wenig Geschmack zu machen, sage ich mal so, unter uns, ist auch eins meiner Ziele. Ja. Exkursion mit den lettischen und litauischen Studenten. Eine gemeinsame Fahrt nach Nidda, einem hübschen kleinen Urlaubsort an der russischen Grenze, direkt auf der kurischen Nehrung an der Ostsee. Ich habe ein neues Land kennengelernt, eine neue Kultur, viele fremde neue Menschen. Ich habe meine englische Zunge ein bisschen gelockert. Es ist schon einiges, was ich erlebt habe und das vergisst man natürlich auch nicht so schnell. Also die meiste Zeit hat das Mädchen aus unserer Gruppe nicht mit uns gesprochen, aber es ging dann im Nachhinein und ich fand es eigentlich so alles in allem in Ordnung. So, I will start on the Gliederung. Okay, was ist in Englisch? Ich bin eigentlich ganz entzückt, dass das so gut gegangen ist. Dass auch, hoffe ich, bei den Studierenden so ein Stückchen die Idee gekommen ist. Wir brauchen auch das Methodische. Das kann nicht einfach, wir können nicht einfach nur das Doing machen, sondern die Konzepte sind ja eines Tages im Berufsleben wahrscheinlich noch wichtiger als die Frage, wie man das jetzt umsetzt oder wie man das umsetzen kann. Okay, everybody smiling. Once more. Cheese. Rückfahrt. Klaipėda ist für alle die Erfahrung, dass es geht, auch wenn es am Anfang schwierig ist. Dieses zusammen kreativ sein und über die Grenzen hinaus arbeiten, das war ermüdend, aber auch stärkend. Es wird ihnen in der globalisierten Welt helfen, davon ist de Boer überzeugt. Und er weiß, so ein Austausch ist auch immer mehr und oft der Anfang langjähriger Freundschaften.